Wir befinden uns hier in der Weißen Wand 2019, haben eine Pop-Up-Veranstaltung, Café-Bar-Lounge, und dieses Jahr sind wir in der Marienstraße 5. Wir sind im Rahmenprogramm der Hofer Filmtage und haben hier auch in unseren Räumen zwei Panels auf unserer Bühne. Am Mittwoch, den 23. Quo Vadis Filme produzieren in der Region, geht das, eine offene Veranstaltung. Und am Freitag, auch um 14:30 Uhr, Couch oder Kinosessel, Filmauswertung im Streaming-Zeitalter. Da sind alle herzlich eingeladen, können hier vorbeischauen und am Abend können wir dann schön hier feiern. Also hier sind wir in einem anderen Raum, in einer Lounge, wenn man so will. Und hier haben wir auch eine Videoinstallation vorbereitet, etwas sehr Spielerisches, und die Videoinstallationen dienen hier auch immer als Beleuchtung. Und außerdem kann man in diesem Raum auch wunderbar seinen Cocktail trinken, sein Getränk genießen. Das ist eher ein Raum für den Abend, höchstwahrscheinlich. Wie immer in der Weißen Wand ist auch fürs leibliche Wohl gesorgt. Zum einen haben wir wieder Kaffee und Kuchen, eine eigene Kaffeebar und natürlich auch eine und ausreichende Anzahl Kaltgetränke, selbstverständlich auch das Filmtagepilz mit dem schönen Filmtage-Etikett. Neu ist dieses Jahr, dass wir auch einen kleinen Außenbereich haben, wo man dann entsprechend auch schon ab Mittag draußen sitzen kann. Das Wetter soll ja sehr gut werden die nächsten Tage. Wie kam es denn überhaupt zur Idee für die Weiße Wand? Am Anfang stand nämlich nur mal die Idee, einfach mal ein Event zu machen. Das war dann eher zufällig, dass das vor den Hofer Filmtagen war, wo wir in diesen Laden der Lorenzstraße gesehen haben mit den schönen Ebenen. Und dann kam Tobi direkt die Idee mit dem Deckenkino und dann ja haben wir Liegestühle besorgt, Kreation eingerichtet. Und dann kam Wim und Heinz und seitdem ja geht es immer ein bisschen gut aufwärts. Was macht denn das besondere Flair der Weißen Wand aus? Also ich denke, dass es improvisiert ist, dass wir es sehr schnell aufbauen müssen, dass wir uns immer Konzepte überlegen müssen für die einzelnen Räume, für die einzelnen Locations. Und ja, ich glaube, das macht es aus, dass hier viele nette Leute auch bedienen, das Team. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Welche Bedeutung hat denn die Weiße Wand für die Hofer Filmtage? Ich glaube, die Weiße Wand kann Platz bieten für Programmpunkte, die bei den Hofer Filmtagen jetzt nicht so sehr reinpassen. Wir haben zum Beispiel mal einen Teil der Retrospektive von Christopher Pettit hatten wir bei uns, haben Filme von ihm gezeigt und auch Panel-Diskussionen und Filme von Studenten, Studierenden, Schülern hatten wir schon bei uns. Also ein ganz, ganz buntes Programm. Und allgemein ist einfach die Weiße Wand zum Anlaufpunkt geworden. Hier trifft sich einfach jeder Filmschaffende, Besucher, oder einfach auch nur der Hofer zwischen den Filmen, länger oder kürzer, kann hier einfach entspannen.